herzlich willkommen hier vom Nokia-Stand auf dem MWC. Ich habe hier das Lumia 520 in der Hand. Das hat ein 4 Zoll großes Display, läuft mit Windows Phone 8, wie man hier sieht. Der Dual-Core-Prozessor hat eine Taktung von 1 GHz und greift dabei auf 512 MB RAM zurück. Völlig ausreichend hier für Windows Phone, für die Bedienung. Dann haben wir hier hinten eine 5-Megapixel-Kamera, leider ohne LED, Blitzlicht oder sonst irgendwie sowas. Vorne gibt es auch keine Kamera. Das spiegelt sich aber auch im Preis wieder. Das Gerät soll im zweiten Quartal auf den Markt kommen und für 199 Euro erhältlich sein, wie Nokia uns mitteilte. Darüber hinaus hat es einen 8 GB großen Speicher. Der kann erweitert werden mit MicroSD-Karten bis zu 64 GB groß. Diesen Deckel hier hinten kann man nämlich abnehmen und sich auch in anderen Farben dazu kaufen, wenn man möchte. Ich verabschiede mich erstmal von dem Nokia-Stand und dem Lumia 520 und sage bis demnächst.